Willkommen bei Utopia. Heute mache ich Hummus und zwar nicht mit Kichererbsen, sondern mal zur Abwechslung mit Zucchini. Auch für alle, die Kichererbsen nicht mögen. Ich habe es noch nie ausprobiert, bin schon gespannt, wie es schmeckt. Und ich muss unbedingt noch zeigen, ich habe ein neues T-Shirt und ich finde es so entzückend. Bitte, hier. Deswegen musste ich es unbedingt zeigen, weil es so nett ist. Zutaten. Zutaten sind folgende. Zucchini habe ich schon geschält. Zitronensaft. Hier gar Knoblauch, auch schon geschält. Bisschen Salz. Dann Tahini, geschält. Also Sesam, geschält und cremig. Und dann zur Dekoration werde ich noch ein bisschen Paprikapulver drüber streuen. Die geschälten Zucchini kann man noch ein bisschen kleiner schneiden. Und dann habe ich schon den Mixer. Was hätte ich vergessen? Es kommt noch Kümmel dazu. Und zwar ganz schön viel. So ungefähr ein halber Esslöffel. Nix ab. Fertig, hat wieder mal nicht einmal 5 Minuten gedauert, würde ich schätzen. So, das ist also dieser ruckzuck schnelle Hummus aus Zucchini. Sollte der Hummus vom Geschmack her zu bitter sein, dann liegt das daran, dass da zu viel Tahini drinnen ist, beziehungsweise zu wenig Zucchini. Und das Problem wird sehr leicht gelöst, indem man einfach mehr Zucchini reingibt in die Mischung und dadurch wird das Ganze vom Geschmack her recht mild. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!